Auch im Bereich des WebGL-Exporters gibt es zur Version 26 einige Neuerungen. Als erstes haben wir die Möglichkeit, das Catwalk-Logo durch ein Benutzerlogo zu ersetzen. Diese Option finde ich unter Exportieren, Dateien, WebGL in den Einstellungen. Bisher wurde der Export von Catwalk gesponsert, mit der Bedingung, dass das Catwalk-Logo am unteren rechten Eck sichtbar war. Neu kann der Kunde sein eigenes Firmenlogo benutzen. Ich wähle hier benutzerdefiniertes Logo, wähle über den Explorer mein Logo aus. Ich kann auch wählen, ob das Logo klein, groß oder mittel angezeigt werden soll. Diese Ausgabe mit einem benutzerdefinierten Logo ist lizenzpflichtig. Gerne können Sie sich bei Interesse bei Ihrer zuständigen Filiale melden. Ich wähle OK, wähle dann den Export, speichere die Datei hier ab. Diese wird dann im Standardbrowser geöffnet und ich sehe rechts unten das verwendete Bild. Als weitere Neuerung finde ich in der Ansichtsauswahl neu die Unterscheidung zwischen Perspektive und orthogonal. Dies entspricht den zwei Ansichten im 3D, die normale rechtwinklige Ansicht oder eben die perspektivische Ansicht. Ich lade mir hier kurz noch das Gelände hinzu. Diese Funktion funktioniert gleich wie bisher. Ebenfalls aktiviere ich noch den Himmel und den Schattenwurf. Und kann neu in der Version 26 unter der Funktion Drucken auswählen, ob ich das Bild ausdrucken möchte oder zum Beispiel nur ein Screenshot erstellen, welcher mir in einer neuen Registerkarte dargestellt wird. Gleich daneben finde ich neu ebenfalls die Speicherfunktion. Damit lässt sich nun das ganze Objekt inklusive den Einstellungen zum Gelände, Belichtung, Hintergrund abspeichern. Ich kann einen neuen Namen wählen und abspeichern und das Modell so dem Kunden zusenden, welcher dann genau diese Einstellungen, welche beim Speichern aktiv waren, zur Verfügung hat. Eine weitere neue Möglichkeit bietet sich uns über den QR-Code. Ich aktiviere die Funktion oben, wähle dann Zulassen. Wähle die Kamera aus, muss diese ebenfalls zulassen. Wähle dann unten noch Fokus aus und kann nun den QR-Code, welchen ich auf den Plan mitgedruckt habe, einscannen. Und es zoomt mir die entsprechende Bauteile heran. Diese werden aktiviert und rechts daneben sehe ich noch die Metadaten, welche ich einem solchen QR-Code mitgeben kann. Dies funktioniert so für Einzelbauteile und aber auch für ganze Wände. Hier kann ich zum Beispiel ein ganzes Objekt als WebGL öffnen, danach den QR-Code auf dem Wandplan auslesen und erhalte dann in meinem WebGL die entsprechende Wand markiert. Wichtig zu wissen, das Auslesen des QR-Codes über die Kamera funktioniert momentan nur auf Geräten mit Windows. Die Betriebssysteme Android oder iOS blockieren momentan die Benutzung der Kamera aus Sicherheitsgründen aus dem Browser. Damit ein solcher QR-Code auf dem Plan ausgegeben werden kann, muss sich in der Layout-Datei der Einzelstückzeichnung oder der Wandausgabe im Bereich der Rahmen das Feld für den QR-Code WebGL aktivieren und auf mein Blattlayout platzieren. In diesem ist zuoberst das Unterscheidungskriterium, hier bei der Einzelstückausgabe die Produktionslistennummer, bei der Wand die Baugruppe oder Untergruppe
Und die anderen Informationen sind die Metadaten, welche dann rechts im WebGL angezeigt werden.